Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Microsoft Flight Simulator. Wir fliegen heute mit dem A320 mit der Mickey Mouse Lackierung von Alaska Airlines von Stewart in Kanada nach Anchorage in Alaska. Wir fliegen quasi nach Hause und ich würde sagen, wir fliegen los. Dieser kleine Flughafen, wo wir hier stehen, der ist wirklich clean. Keine Ahnung, wie der Flugzeug hier hingekommen ist. Die werden ihn wahrscheinlich hier rückwärts hingeschoben haben. Das heißt, wir müssen richtig Ballett machen, dass wir hier hochkommen. Ja? So, also. Wir drehen mal ein bisschen am Hebel. Oh, Triebwerk feuerfrei und Bremse los. Es geht ab. Also die Startbahn, die reicht gerade so. Ne? Nebenbei haben wir hier ein bisschen Botanik geschnitten. Die Büsche ein bisschen entfernt. Ist glaube ich Maximum, mit was man hier starten kann. Was geht. Oh, ein bisschen Seitenwind. Ich glaube ab 150 Knoten oder könnten wir eigentlich hochziehen. So, jetzt sollten wir auf jeden Fall. Ja, guck mal, passt genau. Okay, dann gehen wir mal auf eine vernünftige Steigrate. Und ich hoffe, dass wir hier einigermaßen. Kein Problem. So Leute, wir haben. Wir haben heute auch ein bisschen weiteren Flugweg. Also, na guck mal, da stehen am Ziel oder bis zum Ziel knapp 700 Meilen, nautische Meilen. Das ist ein bisschen Strecke. Kriegen wir aber hin. So, wir haben die Triebwerke auf volle Pulle. Und wir werden sehr viele Berge überfliegen heute. Fast nur bergige Gelände. Und die meisten sind mit Schnee bedeckt. Guck mal, das meinte ich letzte Mal. Die Berge da oben haben Ackerflächen drauf. Das ist sehr generisch generiert vom Spiel. Ne? Also ist jetzt nicht so realistisch, aber ist okay. So, wir fliegen ja erstmal aus diesem Tal raus. Und dann müssen wir eine leichte Rechtskurve fliegen, um ungefähr auf Zielkurs zu kommen. So, das ist knapp bei 5500 Fuß. Wir können mal langsam nach rechts eindrehen. Wir bleiben ungefähr bei der Steigrate und dann kommen wir hier hoffentlich sauber und gesund über die Berge rüber. So, und da wir heute sehr weit fliegen, können wir auch ein bisschen höher fliegen. 118.5 ALA 1123 Anchorage Center ALA 1123 6700 feet. So, machen wir jetzt alles noch ohne Autopilot, weil erstmal müssen wir hier einigermaßen klarkommen. Auf Kurs oder auf Höhe und hast du nicht gesehen. Und nachher läuft die Sache schon. Aber ich sag euch, der A320 mit der Lackierung sieht schon ein bisschen cool aus. Ja, auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir heute fliegen. Auf jeden Fall fliegen wir heute relativ weit. Ist bis jetzt, glaube ich, die weiteste Strecke, die wir überhaupt gemacht haben, oder? Ist halt Langstrecke. Was willst du machen? Also Kanada, da gibt es ja fast gar nichts, wo man hinfliegen kann. Außer Toronto und so, aber das ist ja andere Seite. Und Alaska ist auch recht dünn besiedelt. Also wir haben Anchorage und dann haben wir, glaube ich, darunter noch einen Flughafen. Aber das ist so eine Kiespiste. Also das ist für diese Flugzeuge auch deutlich zu klein. Ja, also da bist du stark eingegrenzt. Ich wollte eigentlich ein bisschen dichter vor, also nach Anchorage, aber ist irgendwie nicht möglich. Also ja, müssen wir mit dem vorlieb nehmen, was wir hier haben. Also starten wir in Stewart an der Westküste von Kanada. Ist aber okay. So, wir drehen ungefähr ein, würde ich sagen. Wir sind zu schnell, ne? Aber das ändert sich gleich wieder. Wir werden jetzt ein bisschen steigen. Die Steigrate von 4 ist fast okay, würde ich sagen. Und wir haben ja Zeit. Warte mal, ich will nur kurz das Flugzeug ein bisschen leiser machen. Triebwerke machen wir mal auf. Was hatten wir? 25? Ist glaube ich okay, ne? Ja, deutlich angenehmer. Okay. So, halt, dann nehmen wir mal rein. Und zwar, ich würde sagen, ja, da wir hier auch viel bergige Gelände haben, sind 30.000 okay. Können wir schon mal einloggen. Dann können wir den Flugkurs nehmen.
Oh, jetzt geht aber mit der Steigrate ordentlich nach oben hier. Nee, das ist mir zu dolle. Dann gehen wir nochmal raus. Jetzt kämpfen wir gegen den Autopiloten an, ne? Das ist natürlich nervig. So, egal, dann machen wir das halt selbst. Dann bleiben wir bei einer Steigrate von 4000, das ist okay. Wir haben ja Zeit. Erst mit der Leistung. Ja, guck mal, jetzt sind wir nicht mehr so schnell, weil er gerade stark nach oben gezogen ist. So. Aber guck mal die Landschaft, die Berge mit den Schneekuppen oben drauf. Sieht schon ein bisschen cool aus. So, wir machen erstmal Höhe. Ne, Meter machen, Meter machen. Das ist eine sehr hübsche Lackierung. Guck mal, und Mickey Maus kriegt immer schön den ollen Schnorchel ruf gedrückt, wenn sie ein- und aussteigen, direkt in die Sicht. Und für den A320 gibt es sehr, sehr viele coole Lackierungen sogar. Finde ich gar nicht so hässlich. So. Was haben wir hier? 4000er Steiggrad ist okay. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Da ist ungefähr... Warte mal, wir können ja mal die Karte aufrufen. Wo ist denn unser Steuerkurs? Der ist, glaube ich, noch eine ganze Ecke weg, oder? Naja, nee, geht. Wir sind ja nicht so weit weg davon. Dann würde ich erstmal hier bleiben, dass wir ungefähr auf Höhe kommen. Wir sind schon bei 21.000 Fuß, das ist eigentlich okay. Und ich glaube, ab einer bestimmten Höhe kriegen wir auch Chemtrails. Wir können die Landescheinwerfer schon mal deaktivieren. Aus, aus, Flügelleuchten aus, Rollbeleuchtung aus. Okay. So. Okay. Sehr, sehr hübsches Flugzeug. Mag die Lackierung. Ja, ich bin erst mit Absicht nach Anchorage gegangen. Wegen der Alaska-Lackierung, ne? Dass wir da ungefähr so hinkommen wie mit Emirates nach Dubai und so weiter. Ne? Habt ihr irgendwie Bock drauf, wenn es einigermaßen zusammenpasst? Finde ich gar nicht so schlecht. Und hier ist halt wirklich niemands Land. Ne? Hier sind nur Berge, Berge, Berge. In den Tälern hast du vielleicht mal eine Ortschaft und dann wartet schon. Hier ist ultra viel Wildnis. Ja. Okay. Also wir sind gerade noch in der Steigflugphase. Wir haben die letztendliche Flughöhe immer noch nicht erreicht. 25.000 Fuß, da geht noch ein bisschen was. Oh, ich glaube, der kann, was war das, irgendwie 39.000 oder sowas ist bei dem maximale Flughöhe und 400 irgendwas in den Knoten, was der maximale Geschwindigkeit fliegt. Also wir sind auf Top Speed. Okay, wir können ja nochmal den Autopiloten aktivieren. Da geht er direkt auf die Flug. Okay. Steigrate geht runter. Hat er den jetzt eingeloggt? Ich glaube ja. Na, warte mal. So richtig nicht. Na komm. Hoch mit dir. Jetzt geht er weiter hoch. Ja, ich meine, wir haben ja alle Zeit der Welt, ne? Ich will noch mal gucken, sind wir hier auf den richtigen Kurs? Na, so gut wie. Also, theoretisch müsste er bald eindrehen. Er hat jetzt schon eine leichte Linkskurve. Ja, er fliegt ein bisschen nicht gerade. So, jetzt gehen wir nochmal ordentlich nach oben. Die letzten 3000 Fuß, die holen wir uns auch noch. Ja, ist schon cool. So, zack, da sind wir fast auf Kurs. Jetzt müsste auch gleich nach links nochmal ein bisschen einschwenken. Wir haben nochmal eine krasse Steigrate. Jetzt geht er nach unten, denn wir sind fast auf 30.000 Fuß. Der eiert hier ein bisschen rum, ne? Jetzt dreht er nach links. Okay. So, jetzt sind wir auf Kurs, Leute. Ab jetzt haben wir die Reisehöhe. Jetzt müsste er sich eigentlich einpegeln auf 30.000 Fuß. Und jetzt geht's einfach mal, na sag mal, 600 nautische Meilen geradeaus. Ja, das ist unser Kurs. So tun wir das Fliegen tun. Gleichfalls, bleib locker, wir brauchen noch ein bisschen. Was stand denn da? Ich glaube, das ist unser Co-Pilot, der da mal quatscht, ne? Weil, guck mal, unsere Co-Pilotin, hatte ich ja mal ausgewählt, ist eine weibliche Person.
Kann man hier gut sehen, wenn wir einsteigen, leider nicht. Ne? Co-Pilot ist weg. Sehr, sehr schade. Und was auch sehr schade ist, wir können nicht ins Flugzeug rein. Das ist nämlich dasselbe Flugzeug wie der A320, den wir geflogen sind, mit einer Haribo Goldbeeren-Tüte-Lackierung. Das ist genau der gleiche hier, nur eine andere Lackierung. Ja, naja, wir machen das schon. Ne? Mickey Mouse wird uns schon dahin führen, wo wir hin wollen und sollen. Genau. Overspeed? Na, aber du darfst doch auch sehr gerne die Geschwindigkeit regeln, mein Freund. Komm, geh doch runter mit den Drehzahlen. Wenn er das nicht automatisch kann, dann machen wir es halt selber. Das verstehe ich nicht. Also entweder aus oder an. Das ist ja sehr merkwürdig. So, warte mal. Können wir das jetzt noch mal? So. Oder müssen wir ihm die Geschwindigkeit eintickern? Warte mal, wir können ja auch... Sind wir noch zu schnell? Nö, dann machen wir 3,20. Ne, schalt mal um auf Knoten. Oh. Warte mal. Macht der das hier, THS, oder nimmt der das, was wir hier fliegen? THS nimmt der, oder? Kann das sein? Na, wir machen trotzdem mal 3,20. Mal gucken, was passiert. So, wir locken das ein. Macht er was? Also jetzt geht er hoch mit den Drehzahlen, ohne dass ich selbst was mache. Wir gucken mal. Wir haben ja Zeit. Ne, wo sollen wir hin? Wir fliegen hier schön über die Berge. 3,20, jetzt geht er runter. Es meckert darum wegen Overspeed. Wir fliegen 500, wir sind so schnell. Okay. Gleichfalls. 128.0 ALA 1123. Vancouver Center ALA 1123 Flight Level 300. ALA 1123 Vancouver Center, continue. Mit diese. Ah, doch. Er regelt schon ein bisschen, warte mal. Jetzt haben wir keine Overspeed-Meldung mehr. Ich glaube, jetzt läuft die Sache. Alles klar. So, ich denke mal, der Autopilot und die restliche Sache, das läuft. Ne? Wir haben 310 Knoten, 30.000 Fuß und wir sind auf Kurs, theoretisch. Wir haben hier Chemtrails, guck mal hier, ne? Abgas. Fahne ist auch am Start. Das heißt, dann einfach nur noch einen Meter machen, theoretisch. Ne? Sehr schön. Ne, ist wirklich cool. Also ich mag dieses Flugzeug, ich mag die Umgebung, wo wir hier gerade fliegen. So langsam kommen wir ein bisschen rum in der Welt. So, sind hier andere Flugzeuge in der Nähe? Lass mal auf die Karte gucken. Wir haben jetzt alle Zeit der Welt, wir können ja machen, was wir wollen. Ne, das Ding fliegt ja quasi alleine. Wir sind auf Kurs, aber hier ist weit und breit gar nichts. Da ist noch was. Dann haben wir hier wirklich sehr, sehr lange Strecke. Hier kommen wir nochmal über zerklüftete Berg- und Wasserland, ne? So wie Fjorde in Norwegen, und hast du nicht gesehen. Und dann haben wir noch ein bisschen Wasser. Ne? Und dann fliegen wir hier an der Küste entlang und fliegen nach Alaska, nach Anchorage. Schauen wir mal. Könnte interessant werden. Ich hoffe, dass das cool wird. Ich mag die Landschaft. Hier, guck mal, hier mit diesen roten Flächen an den Bergen und so. Ist schon hübsch. Dann kannst du auch noch das Wetter... Ist das hier... Guck mal, der sieht ja fast aus wie so ein Gletscher. Hier richtig mit... Ne? Sediment, was hier reinläuft in Wasser. Das ist ja geil. Ist ja geiler wie eine Fjordkreuzfahrt. Kannst einfach voll gucken. Finde ich gerade ein bisschen hübsch, ganz ehrlich. Flugzeug sieht halt mega aus, ne? Aber, oh Gott, ich glaube, das war auch, ja, das Ding ist hier, die Mods, die musst du halt alle kaufen. Also, das gibt ganz, ganz wenig, was gratis ist. Damit kann man schon ordentlich spielen, vernünftig, ne? Aber viele, viele Sachen muss man halt echt kaufen. Ich habe mir nochmal jetzt zwei Flugzeuge geholt. Und
Ja, da kostet so ein Flugzeugmodell irgendwie 25 Euro oder so. Da hast du dann auch wieder ein paar Lackierungen mit dabei. Ist dann aber auch vom Detailgrad richtig geil. Du kannst in die Fluggastkabine rein, kannst du da durch die Sitzreihen laufen und so was. Ne? Hast da haufenweise Zusatzfunktionen. Hab aber auch schon festgestellt, manche Flugzeuge, wo du Geld für bezahlst, die haben so ein paar Fehler. Da funktionieren manche Sachen nicht. Kann aber auch daran liegen, dass die vielleicht nicht im Easy-Mode so geil funktionieren, sondern quasi nur im realistischen Try-Hard-Mode. Ein paar Funktionen sind so ein bisschen komisch. Aber hey, da kann ich persönlich mit leben, ne? So. Wie sieht's denn, Klaus? Wir haben noch 600 nautische Meilen. Wir haben schon 100 Meilen weg. Jetzt müssen wir einfach nur noch geradeaus donnern. Wir fliegen hier mit... Ja, was ist ein TRS? Und das hier. Das ist, realistisch und nicht realistisch. Das wäre auch mal sehr interessant. Könnte man vielleicht auch mal in Erfahrung bringen, oder? Okay, also, ich habe mal gerade geguckt, frecherweise. TRS ist die wahre Fluggeschwindigkeit, die tatsächliche Fluggeschwindigkeit. Und das ist das, was hier angezeigt wird. Also die kleine TRS-Knotenanzeigezahl hier unten ist das, was wir relativ wirklich fliegen. Das andere sind nur Instrumentenwerte. Krass. Wir haben eine Riesenskala, an der wir uns orientieren, aber ausschlaggebend ist eigentlich das hier unten, die wirkliche Geschwindigkeit. Interessant. Siehst du, man lernt nie aus. Apropos, nie auslernen. Ich habe das Gefühl, ich habe hier mit einem Microsoft Flight Simulator übel hart in Wespennest gestochen. Also da habe ich ja ein Fass aufgemacht. Leute, ihr könnt euch das ja nicht vorstellen. Womit ich nie gerechnet hätte, dass in der Flight Simulator Bubble einige Kandidaten gibt, die sind speziell, ja, sind besondere Leute. Sagen wir mal so. Na? Deswegen auch die Warnung vorweg. Der eine oder andere hat es mitgekriegt, der andere nicht. Ja, gibt Gründe. Also ich sage so viel, ich habe im Unikurs bei Avionik keinen Platz mehr gefunden, da war voll. Ja, so. Ich weiß ja nicht, ob ich auf das Thema weiter eingehen möchte. Auf jeden Fall gibt es da ein paar spezielle Kandidaten, die tolerieren nur den einzig echten wahren Weg. Aber der einzig echte wahre Weg, der findet im reellen echten Flugzeug statt. Das ist halt immer noch eine Simulation, ein Spiel. Ja, immer im Hinterkopf behalten. Ja, gewiss nicht. Ich weiß nicht, wie ich mich dazu äußern soll. Am besten wäre eigentlich, wenn ich dazu gar nichts sage, aber ja, manche Leute müssen halt mal, keine Ahnung, zurechtgestutzt werden oder was, keine Ahnung. Wenn sie so andere Probleme haben, dann müssen sie das mal, keine Ahnung, müssen sie Hilfe suchen oder was, keine Ahnung. Schwierig, sehr schwierig. Ich meine, ich kann damit sowas umgehen, ne? Aber ja. Es gibt einige Kandidaten, die akzeptieren halt nur den einzig echten wahren Weg. Den werdet ihr hier aber nicht finden, so viel kann ich euch schon mal versprechen. Ne? Junge, ich bin froh, dass das Ding fliegt und nicht abstürzt. Selbst wenn wir hier Kopf rum rückwärts fliegen, wäre mir das auch real. Ne? Hauptsache wir fliegen. So viel zum Thema dazu. Ihr wisst Bescheid. Wir gucken uns die Wolken an und freuen uns, dass da unter Land ist mit Wasser und dass es schön aussieht. Ja? So nämlich. Genau so. Wenn ihr das besser könnt, macht es doch. Ja? So. Mehr will ich dazu nicht sagen. Das lässt mich nämlich eiskalt. Nur... Ich kann das nicht so im Raum stehen lassen, weil das Verhalten ist einfach nicht richtig. Und ich möchte sowas hier nicht haben. Na? Aber sieht wirklich geil aus. Du kannst halt auch das Wetter wählen mit wenig Wolken, verteilte Wolken, zerstreute Wolken, wolkig, bedeckt Regen, Lava, die vom Himmel fällt, die fühlt. Also du kannst hier alles einstellen. Uhrzeit, voll geil. Geht doch schon damit los, ja, und du solltest ja den richtigen Flugplan wählen. Dann mache ich doch von A nach B und los, ne, on the fly. Am besten selber fliegen und nicht alles komplett dem Autopilot machen lassen. Ich hätte jetzt aber auch, ehrlich gesagt, das hatte ich, glaube ich, schon mal das Thema, ne. Ich habe jetzt wirklich keinen Bock, mir einen richtig detaillierten Flugplan zu erstellen, mit Korridoren, die man fliegen muss, mit dem entsprechenden Geschwindigkeiten, Flughöhen, dies, das, Ananas, Funkverkehr wechseln, hast du nicht gesehen. Ich habe keinen Pilotenschein, ich will auch keinen machen. Ich bin schon mal selber Flugzeug geflogen, das ist geil. Deswegen finde ich die Geschichte, wie wir das hier machen, auch ganz geil. Der Hauptgrund ist eigentlich, ich finde Flugzeuge toll.
Ja. Und guckt euch das Ding doch mal an. Also, das ist ja der Hammer. Und darüber gibt es halt nichts, ne? Alles andere ist für Elefants, deswegen, ja. Das Spiel bietet unfassbar viele Möglichkeiten, die ich noch gar nicht in Betracht gezogen habe. Das ist auf jeden Fall klar. Also man kann hier wirklich sehr realitätsnah fliegen, aber nicht hier bei mir. Ja, also gut, lassen wir das. Ich will darauf ja nicht weiter eingehen. Denk mal, die meisten, die verstehen das. Ein paar von euch nicht, das sind besondere Menschen, aber ja, da kann ich mit leben. Ne? So, okay, wie viel haben wir noch? 560 Meilen, das ist noch eine ganz schöne Ecke. Sind wir eigentlich schon, hier ist da schon Wasser, guck mal. Wird doch geil, wie die Landschaft sich im Flugzeug rumspiegelt. Also das Ding sieht irgendwie total poliert und lackiert und durchgestriegelt aus. Ne, hier, die Reflexion, die Spiegelung, schon sehr hübsch. Sag mal, habe ich das Flugzeug zu leise gemacht? Ich meine, hier vorne sind die Triebwerke ja vernünftig laut. Ich bin auf 25% gegangen. Warte mal, wollen wir das nochmal ein bisschen anheben? Das ist jetzt zu langweilig, oder? Audio, Flugzeugtriebwerke, machen wir mal auf 35. Ja, ist besser, oder? Und was ich schade finde, hier sitzen keine Passagiere drin. Wenn hier ab und zu mal so ein Kopf zu sehen wäre, wäre auch okay. Ich glaube, die einzigen Passagiere, die ich jemals gefunden habe, die waren in der Concorde. Und ich glaube, da werden wir auch nochmal einen Flug mit starten. Aber die Concorde ist auch nochmal so ein eigenes Ding. Theoretisch müsstest du dich stundenlang mit einem und demselben Flugzeug beschäftigen, um das vernünftig zu fliegen, zu wissen, wie das funktioniert, dies, das, Ananas. Also anders gesagt, ich habe die Zeit meistens gar nicht. Deswegen, ja, ist wieder der Punkt. Also das führt alles wieder darauf zurück. Entrance Island. Ist das hier, ist das ein Flugplatz? Also wenn ja, dann sind das alles nur so eine kleinen Sportflugplätze. Da brauchst du mit einer Passagiermaschine ja nicht ankommen. Das nächste Ding ist, diese ganzen kleinen Propellermaschinen und sowas, die interessieren mich persönlich eigentlich nicht so. Na, da gibt es wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Fanbase, die da voll Bock drauf haben, so eine Cessna oder sowas. Das lässt mich doll kalt. Was mich stark interessiert, sind so eine Dinger hier, ne, fliegende Busse. Da habe ich viel, viel mehr Interesse dran. Wollen wir nochmal ein bisschen an eine Geschwindigkeitsschraube drehen? Lass mal 15 machen. So. Dann sind wir ein bisschen zügiger am Ort. Aber da wird er gleich meckern wegen Overspeed, oder? Ich glaube, bei 500 TRS-Knoten, da wird es dann schwierig. Noch meckert er nicht. Warte mal. Wir machen so viel wie geht. Aber der zeigt hier auch Airspeed nur das an, ne? Steht hier irgendwo TRS? Jetzt meckert er schon. Jetzt haben wir die 494, okay. Wenn wir auf 16 gehen? Jetzt ist weg. Okay, da fliegen wir 316. Knoten. Nee, weiß ich nicht. Steht hier irgendwo TRS? Kann man das hier sehen? Zeig mal her. Jetzt können wir uns mal mit dem Flugzeug hier ein bisschen beschäftigen. Wir haben ja alle Zeit der Welt. TRS hier. Das Ground Speed, oder? GS möchte ich sagen, ist Ground Speed. Und TRS ist das, was wir wirklich fliegen. Also das, was Google sagt, ist das hier. Die tatsächliche Geschwindigkeit oder das Ground Speed. Okay. Jetzt werden wir wieder schneller. Sobald wir... Vor allem diese Cockpit-Anzeigen sind sehr leise. Warte mal. Habe ich die runtergeschraubt? Nee, oder? Warte mal. Stimmen sind da. Nee, passt eigentlich. Warnung. Die Warnung. Warte mal, sind die? Wir machen das mal auf 15. Wenn wir jetzt hochgehen? So, wir gucken mal TRS. 494, da meckert er.
Aber bleibt so leise, ne? Okay, warte mal, dann gehen wir auf 3,16 hoch. Das ist eine gute Geschwindigkeit und dann hätten wir's. So, was sagt denn die Karte? Wir sind jetzt schon über den zerklüfteten Fjordland. Geil. Wir haben noch ein bisschen. Also bei 350 nautische Meilen ist quasi Halbzeit. ALA 112-3, Contact Anchorage Center on 133-9er. Good day. Danke. 133-9er ALA 112-3. Anchorage Center ALA 112-3, Flight Level 300. Sehr hübsch aus. Ja, was mich halt immer noch stört, man kann leider diese HUD-Aktivierung, Deaktivierung, also dass man hier die Anzeige komplett aus hat. Ne, pass auf, und zwar hier, gehst du über Unterstützungsoptionen, dann gehst du hier auf Spielerlebnis und dann kannst du hier Instrumenten, Anzeige, Vollkamera, kannst du auf Ausmachen, so, anwenden, speichern und dann ist hier alles aus. Das hätte ich gerne auf einen Hotkey, dass man das einfach mit einer Taste Bob ausschalten kann. Geht leider nicht. Ist ein bisschen schade. Ne? So, Screenshots mache ich immer so. Und dann mache ich das wieder an. Ja, ist wirklich schade. Also, ich habe auch schon geguckt, ich habe es nirgendwo gefunden, dass man sich das auf einer eigenen Taste legen kann, weil das würde sehr, sehr viel vereinfachen. Aber hey, so, warte mal, ziehen wir immer noch Dampfstreifen hinterher? Ja. Mal sind die da, mal sind die nicht da. Kommt immer auch doll auf die Flughöhe drauf an. Ja. Jetzt sind wir wieder zu schnell. Na sag mal, was ist denn da los? Jetzt wieder nicht. Also manchmal haben wir auch so leichte Luftturbulenzen, ein bisschen hoch runter, ne? Sobald wir über 490 TRS kommen, wird es schwierig. Wir bleiben einfach dabei. Wir haben maximale Fluggeschwindigkeit, ne? Wir ballern richtig. Warte mal, wie sieht denn die Trümmung eigentlich aus? Wir machen das nochmal so. Das ist nämlich umständlich. Deswegen würde ich mir sehr gerne einen Hotkey dafür wünschen. So. Trümmung ist bei minus 1. Wir fliegen perfekt. Ne? Nicht zu steil nach unten, nicht zu steil nach oben. Ja. Denk mal, 30 ist okay. Wir könnten auch noch auf 35.000 Fuß hoch. Vielleicht würden wir dann noch schneller fliegen können, aber so ist okay. Na? Gut. Kann man hier irgendwas erkennen? Ja, guck mal, hier unten ist Wasser. Da haben wir Landschaft. Geil. Sehr hübsch. Ja, ich hab noch... Oh Gott, da gibt so viele Orte, wo ich noch... Das ist unser Anchorage Center ALA 112-3 Flight Level 300. ALA 112-3 Anchorage Center continue. Okay, das ist quasi das, was wir normalerweise selber machen müssten, wenn wir im Tryhard-Modus fliegen, oder? Weil unser Co-Pilot, der nimmt die Funksprüche an, die sagen, wir sollen die Funkwegfrequenz ändern. Dann sagt er, ja, wir ändern die, dann meldet die sich bei der neuen Funkfrequenz an und die bestätigen, dass wir da fliegen. Das müsstest du sonst normalerweise alles selber machen, oder? Ich habe noch nie einen anderen Modus gespielt wie den Einfach-Modus, weil hier werden die halt sehr, sehr viele Sachen abgenommen. Sonst würde ich den Vogel auch nicht in der Luft kriegen. Ne? Also mit Triebwerke, Batterien, bla, starten, hast du nicht gesehen. Hattet ihr ja schon mal gesehen bei den Propellerflugzeugen? Also die DC-7 oder wie die heißt? Keine Chance. Ich krieg die Motoren zum Laufen, ne? Mit Schok und Pumpe und hast du nicht gesehen. Und sobald du für Startbahn bist, gehen die aus. Warum auch immer, ab einer bestimmten Stelle, bupp, gehen die aus. Und dann kriege ich die auch nicht mehr zum Laufen. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich müsste mal probieren, on the fly das Flugzeug einfach ins Spiel zu schmeißen und von da aus weiter zu fliegen. Ob das funktioniert, müssen wir mal gucken. Aber ich würde damit schon echt gerne starten wollen. Jetzt hat man gerade wieder Overspeed. Going to 133.2 ALA 112-3. So. Anchorage Center ALA 112-3 Flight Level 300. ALA 112-3 Anchorage Center continue. Genau. So, haben sie das jetzt gewechselt oder nicht? Also normalerweise macht das für mich den Anschein. Wir werden aufgefordert, der Co-Pilot bestätigt, der Co-Pilot meldet sich und der Anchorage Flight Director antwortet. Für mich ist die Sache dann erledigt, oder? Also irgendwann muss der Co-Pilot ja auch machen. So, warte mal, wie weit kann man rauszoomen? Hier haben wir dann so eine richtige Fischaugenoptik dann. Guck mal hier, sieht ganz merkwürdig aus.
Also ist halt auch cool, ne? Die Silhouette so mitten unter der Sonne. Ja, schon. Ein sehr hübsches Flugzeug. Ja, was hatte ich mir geholt? Ein Airbus A340-300. Das ist einer der großen Vierstrahltriebwerke. Es gibt ja nicht so viele Flugzeuge mit vier Triebwerke. Ja, da gibt den A380, da gibt die 747, dann den A340 in verschiedenen Varianten und dann wird es langsam eng. Ich glaube, allzu viele gibt es da gar nicht mehr. Gibt es überhaupt eine Boeing mit vier Triebwerken, außer die 747? Bin mir da gar nicht so sicher. Ja, die Antonov zum Beispiel, die hat aber sechs. Ne? Also die ganz große Antonov, die A225, die hat ja sechs Triebwerke. Aber sonst, die meisten haben eigentlich zwei. So, ich finde auch manchmal den Detailgrad voll geil. Mit Abnutzung und sowas. Oder so, wenn sich das Blech durch die Thermik schon verformt hat. Oder besser gesagt, verfärbt hat und sowas an den Triebwerken. Ich meine, hier ist alles wie wirklich frisch aus dem Ei gepellt und lackiert. Hier ist ja noch nicht mal am Einstieg Gummispuren von der Gangway. Ne, hier ist ja wirklich alles ganz frisch aus der Lackiererei. Aber die Mickey Mouse Lackierung, die ist schon echt cool. So. Naja, guck mal, wir haben noch nicht mal Halbzeit. Wir fliegen schon eine halbe Stunde. Also, wir haben noch ordentlich was vor uns. Ich weiß nicht, das würde jetzt nicht viel bringen, wenn wir 35.000 Fuß hochgehen, oder? Ich glaube nicht. Dann lass mal einfach weiterfliegen. Was sagt denn die Karte? Zeig mal her. Bekommt ein Flugzeug von vorne? Zwei Flugzeuge von vorne? Also ist das eigentlich die Fluglinie? Warte mal, können wir die schon sehen? Und an wird er mal kurz ein bisschen schneller, ne? Und dann wird er aber wieder langsamer. Hä, guck mal, da vorne die Wolken. Hier sind dicke Berge. Das sieht voll geil aus. Sehr hübsch. So, die Flugzeuge sind ungefähr hier vorne, vor uns. Ich weiß aber nicht, ob über uns oder unter uns. Ihr könnt mir vorstellen, dass die noch höher fliegen. Ihr wisst, die Concorde, die fliegt irgendwas mit 51.000 Fuß oder 50.000 Fuß. Das ist richtig hoch. Also ist kurz vor der Stratosphäre. Wahnsinn. Das würde mich jetzt mal interessieren, weil meistens sieht man die Flugzeuge ja wirklich. Wir fliegen echt an der Speed-Limit-Grenze, weil er meckert schon wieder wegen so schnell, ne? 492. Je nachdem, wie die Luft rumturbuliert, dementsprechend. So. Du müsst mal bald kommen. Meistens sieht man immer so kleine blinkende Pünktchen. Ist immer ein schöner Indiz dafür. Müssten irgendwo in dem Bereich sein. Hier vor uns, ne? Hier so verlängert die Linie, hier irgendwo, denke ich mal. Kann auch sein, dass die höher fliegen. Ganz oft sieht man noch die ihre Chemtrails, ne? Hier also die Abgasfahne. Das, was wir hier hinter uns her schleppen. Sieht man das hier? Hier, ja, ein bisschen, ne? Da sieht man das. Guck mal. Genau, und das sieht man bei den Flugzeugen auch, wenn sie hoch genug fliegen. Mit den Wolken hier. Guck mal, da haben wir wieder schön Land unten. Geil. Und so kannst du theoretisch auch Langstrecke über die halbe Welt oder über die ganze Welt fliegen. Ne? Du gibst deine Parameter ein, der Flugzeug fliegt und dann lass knacken. Also ich sehe noch nichts. Kein anderes Flugzeug. Vielleicht fliegen die auch tiefer. Kann auch sein. Oder durch die Wolken gar nicht zu sehen. Die müssten ja bald deutlicher. Na, ich gucke mal hier oben, weil ich habe eigentlich die Vermutung, dass sie höher fliegen.
Kommt halt immer drauf an, was das für ein Flugzeug ist, ne? Wenn das so eine kleinen Dinger sind, weil, guck mal, hier hinten müsste auch noch einer rumfliegen. Das ist nämlich der hier, auf der Karte. Der müsste hier irgendwo rumeiern. Ich konzentriere mich beim Fliegen ganz doll auf andere Sachen, weil der Autopilot, der macht das schon. Kannst du dir die Umgebung sehr, sehr cool angucken. Gerade wenn du über städtische Gebiet fliegst oder sowas, ist manchmal schon echt interessant. Weil hier sind zum Beispiel kaum bis gar keine Ortschaften zu sehen, denn das ist nur Landschaft. Aber ich glaube, Kanada ist auch sehr, sehr dünn besiedelt, oder? Oder sind wir schon über Alaska? Ich glaube noch nicht. Na, wobei Stewart, da wo wir gestartet sind, das ist schon relativ grenznah zu Alaska. Weil von Alaska haben wir noch so einen Ausläufer, der nach unten kommt. Oh, guck mal hier. Hier sind wieder schneebedeckte Berge. Ganz andere Höhenmeter hier. Geil. So, wo sind die anderen Flugzeuge? Ich sehe keine. Da ist ein Stern. Ich glaube, das ist nichts. Der ist ja fast neben uns. Wir gucken uns in die Sonne. Das ist gerade nicht praktisch. Die müssen auch neben oder hintereinander fliegen, oder? Theoretisch. Wo wir mit den A380 geflogen sind, haben wir den ja auch gesehen. Der ist unter uns durchgeflogen. Ja, jetzt nicht. Wo ist er denn? Jetzt sind wir direkt auf selber Höhe. Laut der Karte. Die kann man leider nicht anklicken, oder? Nee, schade, kann man nicht. Ja, also ich sehe nichts. Jetzt sind wir genau auf eine Höhe. Über uns nicht. Da ist der Mond. Den werden sie wohl nicht meinen, oder? Bei den kleinen Punkt da? Nee, das ist auch ein Stern. Hm. Warte mal, und der andere? Der müsste da kommen. Kann doch sein, dass die viel, viel tiefer fliegen. Ach, ist doch real. So, wir haben noch 428 nautische Meilen. Wir haben immer noch nicht die Hälfte. Und jetzt begeben wir uns hier auf Wasserterritorium quasi. Jetzt haben wir die Küste rechts neben uns und fliegen über das Wasser. Ist doch nicht sehr viel los. Guck mal, hier über Land haben wir noch ein bisschen Flugverkehr. Hier hinter uns müsste ein Flugzeug sein irgendwo. Und hier schräg vor uns, ne, auf der Karte, die hier. Sind die von da gestartet vielleicht? Dann sind das aber wirklich so eine kleine Sportmaschine, oder? Naja, wie dem auch sei. Wir fliegen erstmal einfach geradeaus weiter. Ja, wissen Sie, wollen wir mal hochgehen auf 35.000? Wir haben ja noch ein bisschen Luft. Mal gucken, was da für eine Steigrate annimmt. Gar keine. Wir müssen noch bestätigen, oder? Jetzt. Jetzt geht er hoch. Mal gucken. Dreht er die Triebwerke hoch. Jetzt meckert er, dass wir zu schnell sind. Aber das macht der Autopilot alles alleine. Das wird schon klappen, hoffe ich, denke ich. Wenn nicht, müssen wir nachher wieder ein bisschen runterregeln. Aber erstmal wollen wir Höhe gewinnen. Na? Ein bisschen hoch ist nicht schlecht. Und ich sag mal so, ab, naja, 50 oder 40 nautische Meilen vor dem Ziel sollten wir den Sinkflug langsam angehen. Wenn wir dann drüber hinwegfliegen, dann drehen wir nochmal eine Schleife. Dann können wir uns ungefähr auch mal die Richtung aussuchen, wo wir denn landen wollen. Da sehe ich jetzt wenig Stress. Weil noch schneller fliegen können wir eigentlich nicht. Also theoretisch nicht. Die tatsächliche Geschwindigkeit bleibt ja dabei und wir sind ja da limitiert. Jetzt sind wir schon bei 500 Knoten. Das mag er überhaupt nicht. Ich weiß nicht, kommen wir denn da irgendwann auch an die Belastungsgrenze von dem Flugzeug? Weil hier oben ist ja der Luftwiderstand eigentlich dünner und geringer. Also, ja. Guck mal, er will auch nicht wirklich hoch. Oder hat er gerade... Bei 31 stockt er. Also irgendwas will er gerade nicht. Er bleibt bei 31.500 stehen. Du kannst ruhig hoch auf 35, ist nicht schlimm.
Bleibt bei schnell, das ist natürlich super. Ja, der geht nicht höher, der will darüber nicht hinaus. Wenn ich jetzt Speed rausnehme. Guck mal, ich drehe gerade die Triebwerke runter, die bleiben dabei. Hä, warum? Jetzt. Okay, jetzt haben wir wieder Ruhe. Na, TRS müssen wir halt beachten, ne? Das Ding ist, wenn wir höher fliegen, müssen wir eigentlich auch schneller fliegen, wie in der Erdkrümmung, aber ist auch minimal, oder? So, dann schrauben wir noch mal ein bisschen an der Geschwindigkeit, aber hier, oder können wir oben so ein bisschen Geschwindigkeit einsparen? Wie war denn das? Ich möchte sagen, ich habe mal irgendwas gehört, dass umso höher die fliegen, umso weniger Kraftstoff brauchen die. A, weil der Luftwiderstand geringer ist und weil sie die Triebwerke nicht so unter Last laufen müssen. Also irgendwas war da, keine Ahnung. So, ich glaube mit die 30.000, 35, da können wir uns knicken, oder? Dann gehen wir mal auf 31.000, dann geht er nochmal ein bisschen runter, dann geht das mit der Geschwindigkeit wieder ein bisschen hoch. Ist der jetzt aktiv oder nicht? Der ist an. Automatischen Speed einschalten. Ja, jetzt macht das hoffentlich alleine. Na, mal sehen. Okay, also selbstständig wollte er nicht über die 31.000 hinaus. Dann bleiben wir bei 31. Ist ja okay. Die Geschwindigkeit passt. Jetzt nähern wir uns wieder die... Ja, jetzt sind wir schon wieder zu schnell. Ja. Gut, dann müssen wir jetzt runter. Dann gehen wir auf 3.14. Mal gucken, ob ihm das reicht. Jetzt muss er sich erstmal langsam wieder runterpegeln. Wir sind bei 495 Knoten. Hört ihr das überhaupt? Wenn dann ganz leise, oder? Die sind Overspeed. Overspeed. Müsste doch jetzt aussehen eigentlich. Jetzt ist aus. 3.13. Guck, da sind wir genau an der Grenze, ne? 492. Okay, also der Controller, der vibriert nicht mehr. Aber er meckert noch. 312. Ist halt wirklich ein Rantasten. Wir machen 13. Ich weiß nicht, ob wir damit jetzt schneller werden oder nicht. So, jetzt ist Ruhe. So mag er das. Okay, na dann fliegen wir so weiter. Du siehst, da haben wir doch gleich Halbzeit. Da haben wir bei 350 Meilen ist ungefähr die Hälfte. So, aber wir haben hier auch so gut wie gar keine Sehenswürdigkeit oder irgendwas auf der Karte, oder? Wir haben Flugzeug hinter uns. Okay. Warte mal. Nee, ach so, leicht versetzt hier neben. Aber ich denke mal, die werden alle viel tiefer fliegen, oder?
Auf jeden Fall können wir sie hier mangels den Wolken absolut nicht lokalisieren. Ich meine, ist ja auch egal, aber wäre halt schon cool, wenn man sie doch irgendwo sehen könnte. Ab und an hat man ja das Glück und man sieht hier irgendwelche Kondensstreifen oder sowas. Ja, ne, jetzt gerade nicht. So, dann haben wir hier ein viel Wasser, Wasser, Wasser und dann kommt hier nochmal ein bisschen Land und dann hätten wir bald. Also ist noch ein bisschen vor uns. Aber wir haben schon ordentlich Strecke gemacht, guck mal. Na, das ist alles schon erledigt. Aber ist immer krass. Jetzt sieht man mal, wie weitläufig diese ganze unbebaute Gebiet ist. Also, ich meine, Kanada ist eh riesengroß und da fliegen wir quasi so halbwegs dran vorbei. Guck mal, da sind Punkte, aber man kann die nicht anklicken. Also wird nicht gezeigt, was da ist. Da wird nur gezeigt, dass da was ist. Naja. So. Bei 31.000 Fuß sind wir, glaube ich, sehr gut dabei. Wir fliegen 488. Wir nochmal 2 hoch, aber ich glaube, dann sind wir gleich wieder zu schnell, oder? Ja, da meckert er schon, okay. So, bei 490, da macht er schon die Alarmglocken an. Ne, 310 war perfekt. So. Naja, hätte ja klappen können. Oder? Kann man das da unten irgendwo sehen? Nö, naja, egal. So. Wir haben wieder herrlichste Wetter. Hier werden ja keine Uhrzeiten angezeigt, oder? Oder vielleicht im Flugzeug selbst? Zeig mal her. Wir haben hier 22:21. Aha, und das haut ja nicht so hin, oder? Also, ich habe die Fluguhrzeit auch geändert. Also ist nicht die reelle Zeit. Man kann auch auf Echtzeit fliegen. Man kann auch Live-Wetter nehmen. Aber ich glaube, Live-Wetter war Regen und mitten in der Nacht. Also es betet, was ich jetzt für ein Video nicht haben wollte. Deswegen habe ich die Uhrzeit ein bisschen angepasst. Ich glaube, wir sind irgendwo auf den Nachmittag unterwegs. Ich weiß es gerade ja nicht so genau. Jedenfalls war da hell. Und die Wolken habe ich so auf, naja, durchschnittlich gemacht. Ne? Ein paar einzelne Wolken. Und das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Vor allem für die cool mit den einzelnen Schichten, wo sich die Wolken denn so bilden. Na? Ach so, warte mal. Was ist denn das hier? Sicherheitsgurte aus. So, jetzt könnt ihr alle mal auf Toilette, wir haben Halbzeit. Nicht rauchen, bleibt an. Was ist das hier? Nicht betätigt, nicht Wir können uns hier oben mal so ein bisschen beschäftigen, oder? Wir haben ja gerade eh nichts zu tun. Blitzleuchten bleiben an. Landebahn, Abbiegeleuchten, Abbiegelichter sind aus. Was ist das hier? Scheibenwischer brauchen wir nicht. Nicht betätigt, alles nicht betätigt, das ist hier nicht betätigt. Okay, Triebwerk entlüften, das bleibt natürlich alles so wie es ist. Was ist das hier? Nicht betätigt, das ist alles nicht betätigt. Instrumentenbeleuchtung ist tags, da brauchen wir keine Beleuchtung für. Okay, was haben wir hier hinten noch? Haufenweise Schalter, das ist alles nicht wirklich betätigt, schade. Das ist krass. Wie viele Knöpfe hier gibt, ne? Brauchst du wirklich ein Diplom für? Ja, Co-Pilot haben wir leider nicht animiert. Das ist ein bisschen schade. Können wir ein Fenster aufmachen? Ey, warte mal, vielleicht, warte mal. Nicht betriebsfähig. Vielleicht geht das, wenn wir gelandet sind, dass wir dann ein Seitenfenster aufmachen können. Das wäre nochmal interessant. Dürfen wir nachher nicht vergessen. Vielleicht klappt das ja. So, was ist das hier noch? Ey, was ist denn das hier? Sind die unterschiedlichen Einstellungen, dass man da seine Einstellungen sofort wiederfindet? Möglich, ich weiß nicht. Was haben wir denn hier? Also die Flugzeuge innen drin sehen mega aus. Pedal Disc, okay. Helligkeit, das ist hier für die Instrumenten. Was ist das hier? Luftdruck, da lassen wir immer hart die Finger von. Hier könnten wir normalerweise unseren Flugkurs komplett eintickern. Ne? Das ist der Bordcomputer. Funk machen wir hier, oder? Standby-Funkfrequenz. Hier müssen wir dann einstellen. Ja, okay. UKW-Frequenz. Was ist hier? UKW? Hauptschalter. Nicht betätigt. Hier könnten wir Dings machen, ne? Drehfunkfeuer, yes.
Ich habe mich nämlich noch nie damit beschäftigt, mit der Frequenz. Oder wir sollten ja auf den Bodenfunk umschalten, wenn wir landen. Das habe ich noch nie gemacht. Triebwerksinfo. Ich will es hier nicht rumdrücken, nachher stürzt der Vogel doch noch ab. Aber ist schon sehr, vor allem sehr interessant und geil, was man hier alles machen kann. Viele Sachen sind halt nicht betätigt oder nicht betriebsfähig. Würden wir jetzt im Hard Mode spielen, also ne, alles auf Realismus, dann würde man wahrscheinlich jeden Knopf hier unten irgendwie drücken können. Okay, Bremsautomatik. Was ist das hier? Haufenweise cooler Kram. So, wir haben Halbzeit. Wir sind schon durch mit der Hälfte. Jetzt können alle nochmal auf Toilette gehen. Aber jetzt schrumpft die Entfernung aber deutlich. Wie gesagt, bei, na, ich sag mal so 60 bis 50 nautische Meilen Entfernung können wir langsam den Sinkflug einleiten, würde ich sagen. Und dann haben wir das relativ gut geschafft hier. Geht halt größtenteils nur geradeaus. Sag mal, das ist doch ein Berg da hinten. Das hier, dicker Berg, na klar. Der Rest sind Wolken und ab und an lugt hier mal so ein Berg raus. Da ist nochmal einer, da ist einer. Hier sind ein paar Gebirgsformationen. Und ich glaube, Anchorage war auch richtig in so einem Fjord drinne. Können wir nochmal auf der Karte schauen, wie die Sache sich da so entwickelt? Topografisch. Genau. Man könnte, glaube ich, hier außen rum und dann in das Tal reinfliegen und dann hier irgendwo landen. Ach du Schreck, was ist denn hier alles? Ja, müssen wir mal gucken, wie wir hier was hinbekommen, dass wir hier heile runterkommen. Das wird generell noch recht interessant. Schauen wir mal. We're going to Disneyland. Dann hätten wir nach Paris fliegen können, oder? Ja, Mickey Mouse fliegt ran. Ab nach Disneyland drin rein. Apropos Disneyland, das ist ja in Paris. Ich habe schon überlegt, wir könnten eigentlich auch mal von Charles de Gaulle von Paris nach Frankfurt fliegen oder sowas. Das wäre eine gute Kurzstrecke. Dann würde ich wirklich sehr, sehr gerne irgendwie nach Kairo, nach Ägypten. Da muss ich mal gucken, ob es da vernünftige Flughäfen gibt, die in der Nähe sind, dass wir hier nicht wieder 8 Stunden bis dahin fliegen oder sowas. Shanghai, Hongkong, Singapur, sowas wäre nochmal sehr interessant. Alleine, um mal zu sehen, wie das da so aussieht, flughafentechnisch, mit den Städten und sowas. Die Landschaft da hinten, guck mal. Hier mal richtig so eine Eisplatte, glaube ich. Dann haben wir da hinten dicke Berge. Ja, ist schon echt cool. Ja. Also, es gibt noch sehr, sehr viele Orte, die ich mir gerne angucken wollen würde. Was ist denn noch interessant? New York waren wir, glaube ich, noch nicht. Also waren wir jedenfalls auch nicht gemeinsam. Waren wir schon in Frankfurt? Kann durchaus sein. Aber das ist noch interessant. London waren wir schon, ja. Ich glaube, wir sind von London nach Paris, nach Berlin geflogen. Oder sind wir von London nach Paris? Ja, von Hamburg nach Berlin, so war das, genau. Ja, wir können auch unten in Italien mal rumfliegen, Rom oder so. Von mir aus können wir auch immer nach Malle fliegen, ne? So ein Urlaubsbomber voll mit Party-People oder so. Ist ja alles machbar. Brasilien, Rio de Janeiro wäre cool. Das wäre vielleicht so ein Ding für die Concorde, weil ich weiß, das war ein Flughafen, die Concorde nachher auch angeflogen ist, weil da gab es ja richtig Stress, weil das Ding einfach mal brachial viel zu laut war mit der Schalldruckwelle, die sie hinterhergezogen hat, ne? Die Schallmauer. Ja, fanden nicht alle so cool. Deswegen durfte sehr viel mit dem Ding nicht über Land geflogen werden, sondern hauptsächlich Wasserflugrouten und ja, das halt über die Hälfte dann abgesprungen nachher. Und da gibt es auch richtig interessante Sachen darüber, die Concorde. Also alle fanden sie geil, aber war am Ende dann doch nicht so geil. Ja, naja, so ist das. Das könnt ihr mir vorstellen, dass wir vielleicht irgendwie mit der Concorde nach Rio fliegen oder so. Das könnte ich mir doch, das sollten wir mal machen. So, was sagt denn die Karte? Wir haben immer noch ein Begleitflugzeug hinter uns irgendwo. Ich denke mal auch unter uns und nicht über uns. Und dann kommt da langsam was von vorne angeflattert. Und das wird auch wieder was Kleines sein. Und dann sind wir fast da.
Wir haben noch 286 nautische Meilen. Das geht ja. Ne? Mit der Reisegeschwindigkeit, da sind wir relativ zügig dabei. Also ich denke mal noch eine halbe Stunde ungefähr. Und die Globe, das war auch angezeigt, 700 irgendwas nautische Meilen. Weil man kann sich ja vorher den Flugkurs schon aussuchen und da wird immer die Entfernung und die benötigte Zeit mit eingeblendet. Und ich möchte sagen, da stand eine Stunde 30 oder irgendwie sowas. Würde ja bald hinkommen. Ne, wenn wir die 488 mal auf unsere restliche Entfernung runterbrechen, ist sie quasi die Hälfte, also knapp 30 Minuten. Ja. Ich denke, das ist gut, schaffen wir. So, der ist hier schräg vor uns. Ist das? Warte mal. Der Punkt ist aber nicht der Punkt, oder? Der CYT ist doch weiter da hinten irgendwo. Aber die landen da. Ist das ein Flughafen? Nee, was ist denn das? Das zeigt man ja nicht. Okay. Schade, hätte ja klappen können. Oder ist das so ein kleiner Flugplatz? Ist das doch der da vorne? Nee. Warte mal, da könnten wir vielleicht anhand der Karte und den ländlichen... Ne, guck mal, diese Einbuchtung hier ist, glaube ich, das hier. Na doch, dann könnte das sein. So ungefähr, guck mal, hier haben wir diesen Bogen, den hier, das ist nämlich der hier. Auf der Karte. Naja, wer weiß, auf jeden Fall müsste dann da irgendwo ein Flugzeug landen. Aber das ist so weit weg, das könnten wir dann gar nicht sehen. Und hier ist eigentlich Ozean. Finde ich sehr entspannt, dass das Ding einfach geradeaus fliegt. Können wir uns so die Sachen angucken hier. Und das hier haben ganz viele Flugzeuge. Das ist, glaube ich, die Notausstiegsrichtungsanzeige. Ne? Die beiden Türen über den Tragflächen hier. Die sind auch deutlich kleiner wie die normalen Türen. Hier musst du dich irgendwie rauswinden, rauskrabbeln. Und... Ist hier irgendeine Warnanzeige an? Nee, täuscht. Okay. Gut. 266 noch, ne? Ist ja... Geht relativ fix. Oder wollen wir bei hunderten nautischen Meilen schon mal 5000 Fuß fallen? Also da müssen wir noch mal ein bisschen geradeaus. Und dann können wir langsam die Höhe verringern. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Zum Beispiel, wenn man über die Rocky Mountains fliegt oder sowas. Oder wir können auch Mount Everest oder einfach mal so lang. Du kannst generell, du musst dann nicht mal von A nach B fliegen. Du kannst einfach mit einem Flugzeug irgendwo starten. Muss ja auch kein Verkehrsflugzeug sein. Kann auch so ein kleines Propellerflugzeug sein oder so ein kleines Düsenflugzeug. Und dann kannst du dir einfach wahllos die Gegend angucken, ne? Guckst dir irgendwelche Gebirgshänge an oder irgendwelche Flusstäler oder machst du so eine Fjord-Durchflugaktion oder was weiß ich. Ne, so eine Städte-Rundreise. Das ist doch... Ist das Ackerland oder soll das Stadt sein? Das ist doch bestimmt... Nee, das ist keine Stadt. Ja, wie gesagt, auf die Concorde hätte ich schon Bock, weil wenn man da nämlich mit Überschallgeschwindigkeit, also mit Mach 1 fliegt, dann hast du hier vorne nämlich richtig Ruhe, das ist voll krass, das müssen wir eigentlich mal machen, weil du bist schneller wie der Lärm, hier vorne ist leise und sobald du dich hinter den Triebwerken bewegst, dann gibt es einen richtigen Knall, bang, bang, dann bist du hinter den Triebwerken und da ist richtig der Hass, ne? Akustisch geht es dann richtig ab und gehst du wieder vor dem Flugzeug, ist brutale Stille und gehst du dahinter, hast du wieder pam, pam. Die Schallmauer und dann ist hier Lärm. Also Concorde ist cool. Fliegt dich komisch, aber sollten wir, glaube ich, mal machen. Vielleicht schon in der nächsten Folge, ich weiß es noch nicht. Das kriegen wir hin. Okay, 220 Meilen noch. Naja, geht ja. Aber warum wird der Co-Pilot nicht angezeigt? Das verstehe ich manchmal nicht so genau. Warte mal, hier im Fußraum haben wir auch noch ja nicht geguckt, oder? Kann man hier irgendwas machen? Was ist denn das hier?
Ich würde schon sagen, wo ist denn hier unser Flughorn? Aber wir haben hier den Joystick. Angeschlossen, Trim abschalten, okay. Okay, damit können wir die Trimmung, aber passt ja. Ist ja soweit okay. Minus 1 Trimmung ist ja voll super, hier unten rechts, ne? So, El Schleuderosizo, so war das mal gar nicht, oder? Das wäre ja, boop, Kanzel weg und raus. Ja, bei manchen Flugzeugen hast du noch ein Tablet. Ich glaube, bei der 747 war hier so ein Ding dran. Ich wollte gerade sagen, da unten fliegt ein Flugzeug, aber das ist die Spiegelung hier in der Scheibe. Ich dachte schon, das hier ist ein Chemtrail, aber ist nicht. Ja, die Weiten des Ozeans. Schon echt schön. So, pass auf, bei 200 nautischen Meilen nehmen wir runter auf 30.000 Fuß und bei 100 Meilen nehmen wir runter auf, wie hatte ich gesagt, 20, 25? Na, mal gucken, wir machen den mit dem Autopiloten. Ich schraube da einfach hier an der Schraube und dann sollte der das automatisch weiter runter regeln. Gucken wir mal, kriegen wir hin, gell? So, also landschaftstechnisch ist hier wieder top, oder? Ich habe gerade zwischendurch nochmal geguckt, ob man für die HUD Ein- und Ausstellschicht nicht doch irgendwie ein Hotkey machen kann, aber ich habe nichts gefunden. Ich habe, glaube ich, schon mal geguckt gehabt und hatte da auch nichts gefunden. Bin erfolglos wieder raus aus der Nummer. Ist ein bisschen schade. Falls einer von euch davon Ahnung hat, wie man die hat, also die hat, wisst ihr ja, was das ist, ne? Hier die Anzeige, hier Höhe, Geschwindigkeit, hast du nicht gesehen, Steigrate, Kompass, wie man das alles deaktivieren kann. Also quasi so. Hatten wir vorhin schon mal. So, aus. Ne, wie man das hier nackig kriegt, dass hier nicht weiter ist, das klare Bild ohne irgendwas. Lasst mich das mal wissen. Würde mich schon interessieren. Warte mal. Wenn wir schon mal da sind. So. Ja. Weil das ständig in Menü hier drin und wieder an, aus und das ist halt hart nervig. Jedes andere Spiel kann das und das kann ja alles, nur das nicht. Das ist auch ein bisschen merkwürdig. Nun denn. Ich habe noch nicht mal den Befehl dafür gefunden. Sonst könnte ich da vielleicht ohne Taste zuweisen. Das wäre jetzt auch nicht das Thema, aber ja. So, kommen wir mal rund auf 30.000. Jetzt geht er runter. Triebwerke fahren runter. Höhe wird verringert. Mein 1000 Fuß ist jetzt nicht die Nummer, ne? Aber wir können ja mal langsam anfangen, weil es wird das Land hier unter uns wieder ein bisschen dicker und dann sind wir nicht mehr so weit weg. Jetzt haben wir schon mal 1000 Fuß gut gemacht. Wir müssen halt irgendwann noch wieder runterkommen. Ne, hier wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin. Wir sind halt immer noch auf Kurs und von rechts kommt ein Flugzeug. Ich glaube, das ist deutlich, deutlich tiefer für unsere Flughöhe. Ich möchte sagen, hier fliegen ja keine großen Verkehrsflugzeuge. Das Flugzeug hinter uns ist halt immer noch da. Aber über uns fliegt nichts. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht über Overspeed kommen, weil er dreht gerade wieder die Triebwerke ein bisschen hoch, glaube ich. Oder können wir jetzt an den Triebwerken ein bisschen schrauben? Wir müssen halt gucken, dass wir hier unten nicht über die 490 kommen, richtig? Was hatten wir denn hier? 316 vorhin, oder? Wir lassen den mal ein bisschen hoch örkeln hier, dann sind wir nämlich ein bisschen flinker. Ja. So, 316 haben wir sind bei 94. Jetzt meckert er. Okay, warte mal, er regelt aber gleich wieder runter, ne? Er ist bei 318, das ist zu hoch. Macht er alleine nicht. Jetzt geht er runter. Jetzt sind wir bei 94 und wird nicht gemeckert. Perfekt. Sehr schön.
So, auf Taste V wie Karte. Dann macht der Sinn, ist die Karte. Das Flugzeug hinter uns ist weg. War gerade da, das war wieder weg. Okay. Sehr schön. So, guck mal, Endspurt ist nicht mehr weit. Leute, ihr seid bald befreit. Ihr habt es gleich geschafft. Ja, dann hat das Methyrium hier ein Ende. Und umso größer das Flugzeug, umso geiler finde ich das. Ihr könnt mir wirklich die ganze Zeit, wenn das Ding fliegt, das Flugzeug angucken. Jeden Winkel, jede Ecke, jede kleine Ritze, jede Ausbuchtung, jede Klappe, einfach alles. Jeden Sensor, jede Lampe. Und das Ding sieht ja wirklich aus, wie frisch aus der Lackierung rausgeschoben. Ist ja nagelneu, hier ist kein Dreck, nischt. Ja, nischt. Weder irgendwelche Wasserläufer noch sonst was. Das Ding ist nagelneu und super frisch. So, da. Mal 150 Meilen, locker. Wie gesagt, bei 100 gehen wir runter. Aber 25 runtergehen bei 100 Meilen, ich glaube, das ist ja nicht so verkehrt. Wenn wir langsam die Flughöhe verringern, haben wir nachher am Ende nicht so viel, was wir dann wieder mit immer runterfliegen müssen. Da oben, guck mal, da, das meine ich, da haben wir, ne, seht ihr das da? Da haben wir einen Chemtrail, da haben wir ein Flugzeug. Da ist er wieder, der dahinter und fliegt. Der fliegt doch über uns, da oben ist er. Ja, er verrät sich. Okay, dann fliegt er doch höher als wir fliegen. Alles klar. Weil du hast ab einer bestimmten Höhe auch erst diese Abgasstrahlerscheinung. Also die kommt nicht allzu früh. Ich glaube ab 25.000 Fuß oder ab irgendwas in der 26 sowas. Da hast du nachher die Abgasfahne. Die hast du vorher nicht. Ja, da oben fliegt er. Okay, haben wir das auch geklärt. Sehr schön. Da, guck mal, die Gebirge. Sieht schon geil aus. Ich glaube, durch die Alpen haben wir gleich das erste Mal, ne, wo wir von Innsbruck nach München geflogen sind. Da haben wir uns die Alpen angeguckt. Man kann auch sehr geil im Tiefflug so durch die Täler, man den Berg kämmen durch. Das ist schon echt hübsch. Rocky Mountains oder sowas. Oder the Grand Canyon. Kannst ja alles durchfliegen eigentlich. Australien gibt es, glaube ich, auch. Zum Beispiel der Ayers Rock oder so. Aber in Australien sind die großen Flughäfen sehr dünn besiedelt. Du hast ja auch Ladebildschirme. Mit richtig geilen Aufnahmen, wo sie über Sehenswürdigkeiten oder über wunderschöne Landschaften fliegen. Also man kann sich hier echt, echt coole Sachen angucken. An ganz viele Dinge denke ich gar nicht, die es so gibt, die man sich anschauen könnte, die wunderschön wären. Also hier kannst du Stunden, Tage, Wochen, Monate in dem Spiel theoretisch verbringen und du hast immer noch nicht alles gesehen. Ja, alleine schon, was das alles an Flugzeuge und Flugmodelle gibt. Ey, ich habe mal versucht, Hubschrauber zu fliegen. Ich hab's wieder aufgehört. Also Hubschrauber ist nochmal so eine Eigennummer für sich. Ganz, ganz anstrengend. Fand ich auch nicht so schön. Hab mir nicht so zugesagt, wenn ich ehrlich bin. Da unten haben wir auch eine Landebahn. Okay, Mudhole. Die ist ja asphaltiert. Die wurde mir ja nicht angezeigt, dass ich da starten konnte, sonst wäre ich vielleicht von hier, so ja, ich startet Richtung Anchorage. Okay, das ist ein Ding. Merlcase Mist, das muss ich mir mal angucken, später auf der Karte, ob man da doch drauf zugreifen kann. Apropos Karte, wo befindet sich denn das Ding? PACV, muss man aufschreiben. Finde ich ja sonst nie wieder, weil alle Flughäfen haben hier ihre eigenen Beschriftungen. Aber auf denen hätte man eventuell auch starten und landen können. Naja, gut. Dann wissen wir das für das nächste Mal.
Aber ey, Landschaft ist ja was top oder was. Das sieht ja so geil aus, wenn du so Wolkenlücken hast und drunter gucken kannst. Schon schön. Was auch schön ist, wenn du über den Pazifik fliegst und du hast da wirklich klaren Himmel, nicht eine Wolke. Und dann siehst du wieder so eine kleine Insel kommen, dann fliegst du da drüber, dann kommen da wieder andere Inselformationen und irgendwann kommt das Festland. Impossible Bay, so eine Sachen, ne? Schon, ich mag das. Und worauf ich nochmal Bock hätte, ich würde sehr gerne nochmal eine 747, aber als Passagiervariante fliegen. Letztes Mal hatten wir die Frachtversion. Ja, selbst nämlich diese wunderschöne Lufthansa Retro-Lackierung. Und das Ding fliegt ja immer noch. Würde ich sehr gerne nochmal mit euch eine Runde drehen. Also so ein paar Sachen habe ich noch auf der Agenda. Ne? Das hier, das lag mir am Herzen, weil ich halt erstmal diese Flugzeuglackierung mag und ich fand die Landschaft hier ganz toll. Deswegen wollte ich mit euch nach Alaska fliegen. Die Concorde steht noch auf dem Plan. Dann der A340-300. Dann habe ich eine Boeing runtergeladen. Ey, apropos. Manche Flugzeuge, also man muss ja jede Inhalte hier irgendwie kaufen. Auch Lackierungspakete bekommt man gegen Geld zum Tausch. Aber das gibt ja auch hier diese 737 oder 777 und Dreamliner und das alles. Für exorbitant viel Geld. Ich glaube, da war, glaube ich, ein Flugzeugmodell drin für 75 Euro. Wo ich mir denke, ey, das ganze Spiel hat so viel gekostet. Da kann man doch so ein einzelnes Flugzeugmodell nicht nochmal genauso teuer verkaufen. Da dachte ich mir, Leute, was ist denn das? Auf gar keinen Fall. Also, wir haben nicht ohne Grund sehr viel Airbus-Modelle, weil die sind halt einfach preislich viel, 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 viel attraktiver. Keine Ahnung. Also, wie gesagt, der 340-300, der hat irgendwas in der 25 gekostet. Die Boeing, die ich habe, ist ein älteres Modell. Fand ich sehr interessant. War irgendwas um die 20 Euro. Ist auch viel, viel Geld, ne, für ein Flugzeug. Dafür, dass die Boeing auch ja nicht so gut funktioniert. Ja. Aber ich gucke immer, ob die Flugzeuge vernünftige Lackierungen dabei haben, weil das ist für mich viel, viel wichtiger, als wenn wir diese Stino 0815 Lackierung nehmen. Ich finde es halt einfach hübscher. Dann ist alles viel, 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 viel ansehnlicher, meiner Meinung nach. Ja, also manche Flugzeugpreise sind jenseits von Gut und Böse. Das sind richtige Mondpreise. Keine Ahnung, wer das bezahlen soll. Also. Ich werde zum Beispiel nicht bezahlen. Das ist mir einfach viel zu teuer. Da muss man schon ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ne? So, 113 Meilen haben wir noch. Hier haben wir wieder ein bisschen Wasser. Da müsste aber bald das feste Festland kommen. Ne? Genau, hier vorne haben wir nochmal so... Oh, hier ist erhöhter Flugverkehr. Das Flugzeug hinter uns fliegt immer noch hinter uns da oben. Okay. Aber vor uns ist auch ein bisschen was los. Aber andere Flughöhe wahrscheinlich, ne? Hier über uns sehe ich gerade nichts. Die werden, wenn dann, alle hier unten unterwegs sein. Und ihr könnt mir vorstellen, dass bald der Funkverkehr wieder anfängt. Ne? Hier vorne müsste was in der Luft sein, da. Ja. Gut, gut. Wir machen ordentlich Meter jetzt am Ende. Passt schon. So, jetzt ist aber vorbei mit auf Toilette gehen. Wir schnellen uns alle wieder an, bitte, ja? Sicherheitsgurte an. Aus, an, Sicherheitsgurte an. Wartet aus? Nicht rauchen, an. Rauchen? Nee, nicht so. Nicht rauchen, warte mal, pass mal auf. Nicht rauchen heißt, hier drin darf nicht geraucht werden, richtig? Nicht rauchen, an. So, Sicherheitsgurte an. Waren die ganze Zeit aus? Ist mir real. So, wir gehen runter auf 25, hätte ich gesagt, oder? Zack. Und runter. Da müssen wir gleich nochmal die Geschwindigkeit regeln, höchstwahrscheinlich. Aber wir werden jetzt schön langsam und gesittet ein bisschen Höhe verlieren. Und gucken, ob die Chemtrails dann abpfeifen, weil ab einer bestimmten Höhe sind die weg. Geht aber ganz schön doll runter, ne? Ein 3000er Sinkrate ist ja schon heftig. Anchorage Center ALA 1123.
Request clearance to transition Charlie airspace. Komm, warte mal, wir dämpfen mal die Sinkrate ein bisschen ab hier. Das wird zu fett. So. Ich regel das mal selber ein bisschen, weil er will hier mal stramm nach unten. Jetzt sind die Chemtrails weg, siehst du, bei 27.500 Fuß. Geschwindigkeit können wir gerade nicht regeln. Also der Autopilot, der lässt uns nicht immer sofort eingreifen. Ganz schön turbulent hier die ganze Geschichte. So, jetzt sind wir gleich auf 25. Dann lassen wir ihn jetzt nochmal regeln. Er geht das allein schon wieder hoch. Und dann passt das eigentlich. So, jetzt zieht er langsam hoch vorne, dann fliegen wir wieder gerade, sehr schön. Tja, das ist halt Langstrecke, ne? Du fliegst hoch, dann passiert eine ganze Weile ja nichts und dann fliegst du wieder runter. So. Ich weiß nicht, wir können bei 60 Meilen eigentlich runter auf 20.000 Fuß, oder? Ich würde so nach und nach die Höhe verringern. Wie gesagt, dann ist der Landeanflug nicht so doll. Ich habe auch schon ein paar Mal, weil ich die Höhe mit immer nicht so stark runterkriegen konnte, naja, im Sinkflug so eine Spirale gemacht, dass ich mich da langsam den Höhenmetern genähert habe, also Richtung nach unten, ne? Ab einer bestimmten Sinkrate immer schön im Kreis und dann ein bisschen langsam von deiner Flughöhe runtergekommen. Das war auch okay. Das funktioniert auch alles relativ gut ohne Autopilot. Aber solange wie wir hier noch geradeaus fliegen, können wir noch ganz entspannt viele Sachen regeln. Guck mal, der Flugzeug über uns ist auch weg. Hä, ist der wirklich weg? Warte mal. Nee, der ist noch da. Wollen wir wetten, dass er da auch hinfliegt? Vorn fliegt auch was. Naja, wird schon passen. Das verstehe ich manchmal nicht. Guck mal hier, die Anzeigen, die hauen immer nicht so hin. Wir sind ja bei 75 und bei 77. Ich glaube, die sollten sich besser absprechen, die Entfernung. Ganz, ganz merkwürdig. Jap, 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 jap. Und es ist bestimmt doch schweinekalt hier. Landescheinwerfer brauchen wir jetzt noch nicht, oder? Hä, was ist denn das hier? Seht ihr das hier? Das hier? Über die Maus? Soll das eine Art Wolke sein? Eine alleinstehende? Bitte? Klar. Guck mal, eine ganz kleine Wolke, die ist so ein bisschen pixelig. Hier rechts an der Seite, kurz vorm Bildschirmrand. Sehr cool. Ja, und jetzt wird es dann schon hügelig hier. Und in so einem Tal, da ist Anchorage drin. Ich hoffe, dass der Anflugvektor einigermaßen passt. Ich habe auch keine Ahnung, wie die Ausrichtung der Flug- oder Landebahn ist. Warte mal, da können wir aber hier auf der Karte vielleicht gucken, oder? Weil ist nicht mehr weit weg. Guck mal hier. Da. Warte mal, wie weit kann man reinzoomen? Sieht man da die Start- und Landebahnen? Ne, schon Maximum. Schade, wird nicht gezeigt. Hätte klappen können. So, 60. Dankeschön. So, komm, wir gehen mal langsam runter. Anchorage Center ALA 1123 Flight Level 250. ALA 1123 Anchorage Center continue. Nee, 20.000 Fuß haben wir, nicht 250, sondern 20. Wir gehen runter. Also ich würde gerne runter. Komm, mach schon. Jetzt fängt er an. Aber jetzt wird er wieder eine massive Sinkrate nehmen, oder?
geht mir echt zu steil runter, aber man kann ja, glaube ich, die Rate noch einstellen. Down. So. Bleibt der denn bei 3? Ja, guck mal da. Kannst du schön deine Rate einstellen, die du haben willst. Jetzt ist die Frage, geht er mit 3000er Sinkrate unter die 20 oder bleibt er denn bei der 20? Das habe ich noch nie ausprobiert, das werden wir jetzt gleich mal rausfinden. Ich glaube, eine 3000er Sinkrate ist okay, oder? Wenn wir von der großen Höhe runter wollen, das müsste eigentlich soweit passen. So, jetzt überfliegen wir gleich nochmal ein bisschen Wasser, normalerweise. Oder haben wir schon? Ne, haben wir schon. Hier ist der große Kanal, ne? Genau, das hier meinte ich, das haben wir gerade hinter uns. Dann kommt jetzt eigentlich nur noch Land und die Landung. So, jetzt sind wir gleich bei 20.000. Mal gucken, ob er dann aufhört. Oder ob er mit einer 3000er Sinkrate weitermacht. Ne, er geht hoch. Dann lass mal so weitermachen. Komm, dann nehmen wir hier eine 15er. Die 3000er fand ich gar nicht so schlecht. So. Wir kommen dem Ziel ja mal näher und dann passt das. Oh yeah. Meilen ist nicht mehr weit. Wenn wir vorher 700 hatten, jetzt ist es nur noch ein Katzensprung. Automatische Schubregelung ist auch was Feines. Dann wirst du nie zu schnell, nie zu langsam. Okay, zu schnell wirst du eigentlich recht häufig, aber... Hey, geil, guck mal, die Wolken so ganz knapp über die Berge hier. Und wenn du eine Wolkenschicht verlassen hast, sieht man auch viel, viel mehr von der Oberfläche hier. Schon cool. Girdwood, da ist auch ein Flugplatz, aber wahrscheinlich bloß ein Flugplatz. Ganz viele Dinger sind so klein, die haben auch nur irgendwelche Schotterlandebahnen. Da brauchst du mit sowas hier ja nicht ankommen. Ne? Also die Räder hier, die Fahrwerke generell, die ganze Tonnage, um da nicht kaputt zu machen, wäre Asphalt oder Beton schon echt nicht schlecht. Schotter oder Gras. Brauchst du nicht anfangen. Notlandung vielleicht noch, aber im Normalfall ist da Asphalt und Beton genau das Richtige. Der Rest nicht so. So, 15.000 Fuß ist okay. Bei 20.000 gehen wir runter auf 10.000, oder? Ich hoffe, dass das einigermaßen hinkommt hier. Ich sagte, ich weiß die Ausrichtung der Start- und Landebahn nicht. Da müssen wir dann nochmal gucken. Vielleicht müssen wir auch eine Kurve fliegen oder so. Aber ich will ja nicht zu tief über dem Gebirge fliegen. Das ist vielleicht auch nicht so gesund. Wir haben jetzt den direkten Anflug, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir die Landebahn hier irgendwo haben, in der Richtung. Wir müssen mal gucken, ob man hier sieht, wie die Flugzeuge starten. Weil die werden ja irgendeine Richtung haben, oder? Hier. Hier fliegen sie. Guck mal hier. Start und Landung. Ich hoffe, dass das die Richtung ist. Vielleicht drehen wir eine Kurve und landen so. Oder wir drehen eine Kurve und landen so. Mal sehen. Dann bleiben wir erstmal bei 15, weil wir sind ja nicht mehr so weit weg. Und da vorne haben wir schon Wasser. 29 nautische Meilen. Oder wollen wir runter auf 10.000? Ich finde das noch recht hoch gerade, aber die Berge sind mir sehr, sehr dicht unter dem Flugzeug. Hm. Ich kann doch gar nichts sehen, ne? Oder wollen wir hier gleich... Warte mal, oder wollen wir hier gleich über das Wasser anfliegen? ALA 1123, contact Anchorage Approach on 118.6. Good day.
Und wir fliegen mal hier rüber. Anchorage approach ALA 1123 15,000 feet. ALA 1123 Anchorage approach altimeter 29.9 tube continue. Das Hope. Okay, warte immer. So, warte mal, wenn ich loslasse, zieht er uns wieder rüber. Ja. Dann Autopiloten eigentlich gerade ausschalten. Warum will er uns da noch rüberhauen? Anchorage Center ALA 1123 15,000 feet. ALA 1123 Anchorage Center Altimeter 29.9 continue. Sky Harbor. Jetzt haben wir die Kontrolle. Wir sinken, wir fliegen. Wir schrauben erstmal die Triebwerke runter, dass wir nicht zu schnell werden. Und wir gehen in den Sinkflug. Ich würde hier gerne über das Wasser anfliegen. Das ist ich besser, oder? Und Höhe verlieren. So, gucken, dass wir bei einer 3000er Sinkrate bleiben, so ungefähr. ALA 1123, contact Anchorage approach on 119.1. Good day. 119.1 ALA 1123. So. Anchorage approach ALA 1123 13,600 feet. Wir machen die Landescheinwerfer an. Wir machen die mal an. Dann wir hier noch die Leuchten ein. So. 133.7 ALA 1123. Mein Plan wäre, dass wir so fliegen, hier eine Kurve und dann da runter. ALA 1123, Anchorage Center Altimeter 29.9 continue. So, ich denke mal, so sind wir ja nicht so schlecht dabei. Mal gucken, was das wird hier. Ich hoffe, dass wir hier heil runterkommen. Und mit der Sinkrate, die sieht ja nicht so schlecht aus. Da! Guck mal, genau, vor uns ist gerade einer auf Landeanflug. Auf der Richtung würde ich auch ungefähr kommen wollen. Na, da unten, gerade vor uns. Vielleicht können wir von hier schon erspähen, wo sich die Landebahnen befinden. Die sind auf Ost-West-Ausrichtung. Okay. Hä? Oder ist der hier startet? Der kann doch von Hope gekommen sein, oder? Der da? Wo ist er hin? Der da. Fast ja nicht mehr zu sehen. Okay. Na ja, dann bleiben wir bei der Sinkrate. Und dann drehen wir langsam eine Linkskurve und dann kommen wir da hoffentlich gerade runter. Ich drehe mal ein bisschen den Schub hoch. Oh, hier haben wir einen schönen großen See. Guck mal, ist doch cool. Ich würde jetzt bei der Kurve nicht unbedingt Höhe verlieren, da wir uns jetzt nochmal vom Flughafen wegbewegen. So, da machen wir eine schön entspannte Schleife und dann landen wir. Naja, da wird was. Ich drehe mal ein bisschen die Geschwindigkeit runter. Vielleicht wird dann die Flugkurve ein bisschen enger. Weil wir mit weniger Geschwindigkeit fliegen, weil der wird mit der Flugkurvenradius so doll, weil ich hätte jetzt gerne schon umgedreht, aber. ALA 1123 contact Anchorage approach on 118.6.
Danke. 118.6 ALA 112.3. Also wir fliegen jetzt komplett ohne irgendwelche Helferlein. Ja, alles aus. Das fliegt sich so einfach. Guck mal, ich mache gerade keine Kurvenflugsteuerung. Das passiert alles. Also er hält quasi die Position. Ist schon sehr, sehr angenehm. Ah, jetzt kommen wir wieder ein bisschen ab vom Kurs. Was hat er gesagt? Ost-West-Ausrichtung. Na, wobei, warte mal, vielleicht kommen wir da direkt auf Punkt. Das wäre doch mal was. So, wir hauen schon mal die Räder raus. Die Landeklappen. Overspeed, sagt er sogar. Okay. So, dann richten wir uns mal langsam aus. Und dann geht's nach unten. Ein bisschen langsam kommt mir das alles vor. Jetzt können wir das Seitenleitwerk nicht mehr benutzen. Das verstehe ich manchmal nicht. Jetzt haben wir genau eine Wolke da vorne. Das ist ja wieder geil. So, komm, ein bisschen runter, mein Kleiner. Aber jetzt ist er nicht mehr allzu weit weg. Mal gucken, wie es aussieht, wenn wir durch die Wolken durch sind. Wie weit der Flughafen noch weg ist. Wir machen wieder Anflug auf Sicht und nicht auf Instrumente. Fire Island. Also manche Namen sind schon echt cool. Hier sind die Wolken so dicht auf dem Boden. Oh, warte mal, wir müssen weiter rüber. So, oh, guck mal hier, freie Sicht. Geil. Freie Sicht ist immer geil. Also wenn du auf... Wenn du auf Sicht fliegst und dann nur Wolken vor dir hast, ist sehr, sehr nervig. Aber das sieht ja nicht so schlecht aus hier. Ich weiß nicht, in der Mitte oder ist ganz links die Landebahn? Oder haben die zwei? Und dann kriegen wir gleich raus. Wir kommen einfach ein bisschen dichter und dann passt es schon. Ich habe das Gefühl, wir sind viel zu früh in den Sinkflug gegangen. Aber ich fliege lieber langsam und flach an, als so steil runter. Weil dann kannst du aber noch schön nachkorrigieren. Ich glaube, die Landebahn ist links. Für 7 da oben. 748, ja. 748. Krass. Das stimmt. Guck mal da oben. Hm, cool. Und hinter uns. Aber hinter uns ist mir egal. Der hier oben ist viel wichtiger. Ist der noch da? Ja, da oben. Die Lichter sehe ich noch. Okay. So. Nee, doch, die mittlere ist die Landebahn. Das sieht ja nicht so schlecht aus, was wir hier gerade machen. Das sieht sehr, sehr gut aus. Mal gucken. Ich bin doch schon manchmal genau neben der Landebahn gelandet. Also der Anflug, der war perfekt und dann war komisch und dann, ja. Passieren so Dinge. Aber hey. So, hier ist, guck mal, sehr dicht besiedelte Gebiet. Anchorage halt, ne? Riesengroß. Ich weiß nicht, ist Anchorage die Hauptstadt von Alaska? Ich habe keine Ahnung. Will mich da nicht festlegen. Aber Sinkrate sieht sehr gut aus. Entfernung, knapp 4 Meilen. Nautische Meilen. Sind nautische Meilen normale Meilen oder sind nautische Meilen eine andere Meile? Hm, ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben wir hier, oh, guck mal hier unten, da. Unter der rechten Tragfläche haben wir schon Schatten. Wir kommen langsam nach unten. Okay, die Landebahn ist in der Mitte und die können wetten, wir hätten hier noch von der anderen Seite ranfliegen sollen, oder? Wobei sinnvoll ist eigentlich, über das Wasser zu kommen, weil da hast du keine Berge und einen bestimmten Weg.
Oh, einen dicken da links noch. Sehr entspannt gerade. Ich hoffe, das bleibt so. Vielleicht kriegen wir diesmal auch ein Gate zugewiesen. Das wäre natürlich super. Jetzt müssen wir weiter runter. Jetzt müssen wir hier Höhe verlieren. Wie? Ach, wir sollen die Landebahn nehmen. Na toll. Wir nehmen aber jetzt die hier. Habt ihr Pech gehabt. Jetzt sagt er mir jetzt. Ich soll da landen, aber ich will hier landen. Wir könnten jetzt durchstarten und die andere nehmen, aber jetzt sind wir fast unten. Los, komm. Runter. 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 So, Schubumkehr und bremsen. Und Landeklappen hoch. Jawohl. Das war eine gute Landung, Leute. Jetzt können wir auch das Seitenleitwerk wieder benutzen, okay. Und runter von der Landebahn. Jetzt ist die Frage, wird uns ein Gate zugewiesen, ja oder nein? Da wir nicht auf der Landebahn gelandet sind, auf die wir landen sollten, was mir aber egal ist. So, wir machen mal hier kurz eine Stehpause. Stellen Sie den Flugsicherungsfunk auf Boden. Wir haben hier kein zugewiesenes Dings, ne? Schade eigentlich. Die Parkbremse ist angezogen, ich weiß. Nicht verfügbar. Was ist das hier? Ach, was weiß ich. So, wir rollen hier irgendwo ran und dann ist gut. Wir finden hier schon eine Ecke. So groß ist ja der Flughafen nicht. Frage ist, wo wollen wir hin? Ich würde mich eigentlich sehr gerne neben den blauen da vorne stellen, wenn wir da hinkommen. So. Warte mal, hier drüben sind doch auch noch Terminals, oder? Auf der Rückseite hier? Ah, nee. Ich traue dem Frieden nicht so wirklich. Und wir fahren einfach hier neben. Oder sind das hier? Nee, das hier sind Parkplätze. Dann fahren wir hier links rum gleich. Wenn wir schon auf der Linie hier sind, dann stellen wir uns hier hin. Sehr cool. Ey Leute, der Flug, der ging zwar ein bisschen lange, aber wir sind am Ziel. Ohne irgendwelche Komplikationen. So, die Landung hat bei Anhieb sehr, sehr gut geklappt. Und ja, nicht mal so turbulent wie sonst immer, oder? So. Parkbremse und Triebwerke runter. Dann würde ich sagen, machen wir hier die aus. Und wir fahren die Triebwerke runter. Was haben wir hier? Aus. Aus. Externe Stromversorgung an. Aus. Batterie ein. Aus. Spritpumpen alle aus. Flugzeugzellen, Enteisung, ist egal.
Ja, ich glaube, damit sind wir angekommen, oder? Batterie an. Ja, warte mal, die sind ja an. So. Oder machen wir die aus? Viel ist ja nicht mehr. Ich glaube, das wart schon, oder? Die Triebwerke, die rollen gerade aus. Leute, und dann sind wir erfolgreich in Alaska angekommen. Mit der Gerät. Hat Spaß gemacht. Ich weiß ja nicht genau. Beim nächsten Mal, was wollen wir machen? Wollen wir... Ja, wir können mit der Concorde ballern. Wir können aber auch andere Sachen machen. Wir können mit dem A340 fliegen. Ich lasse mir was einfallen. Auf jeden Fall sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir wieder von A nach B fliegen. Das wird toll. Und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, macht keinen Quatsch und reinhauen.